Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einer neuen Zwei-Tages-Botschaft für heute und für morgen. Das Video ist natürlich wie immer zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann wirst du auch genau hier richtig hingeführt worden sein, dann wirst du Impulse, Details, vielleicht auch Antworten, Unterstützungshilfen, wollte ich gerade sagen, aber so ist es ja letztendlich auch, ne? Also Unterstützung bekommen zu deinen Themen, deinen Punkten, die gerade anstehen. Ich sage es euch auch manchmal, jetzt habe ich schon lange nicht mehr gesagt, glaube ich, stellt auch sehr gerne eine Frage im Vorfeld oder wenn ihr Themen habt oder mehrere Fragen, dann könnt ihr mit Sicherheit auch aus den Botschaften ja Antworten euch herausziehen oder einfach Hinweise, Impulse, die das unterstützen, ne? In die eine Richtung oder in die andere Richtung oder halt die Frage wirklich beantworten. Okay, dazu könnt ihr das Video natürlich kurz anhalten. Denn wir starten gleich sofort mit den drei Lennys für unsere Hauptüberschriften, wie immer. Dann ziehen wir eine Krafttierkarte aus dem wundervollen Krafttierorakel von Thomas Raschke und noch ergänzend eine Energiekarte, die mit, ja, ich sage immer so auch mit dem Schlagwort nochmal auch ein guter Begleiter ist, genauso wie das Krafttier, ne, als ja, auch das Schlagwort zum Krafttier, aber auch das Krafttier selber, weil da kann man sich immer so kleine Eselsbrücken bauen, wenn man so die Themen im Kopf hat, wo man ja Hinweise auch bekommen hat und die einem auch dann wertvoll erscheinen, beziehungsweise wo man in Resonanz auch gehen konnte. Und das sind immer so, ja, ich bin ja selber so, man hat immer tausend Sachen im Kopf und dann finde ich es immer gut, wenn man auf einmal, keine Ahnung, die Giraffe oder so hat und auf einmal an die Giraffe wieder denkt und hat man diesen Transfer dann wieder zu diesem oder zu jenem Thema oder zu dieser oder jenem Frage, ne? Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ihr dürft natürlich sehr gerne schon den Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat, wollte ich gerade sagen, noch hat es euch nicht gefallen, aber wenn ihr schon lange dabei seid, dann freue ich mich sehr über diese Unterstützung. Natürlich dürft ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren, damit ja, supportet ihr mich und ja, das wäre wundervoll und vielen Dank dafür. So, jetzt fangen wir aber natürlich an mit den Hauptüberschriften für diese zwei Tage, für heute und für morgen. Und wenn du es heute am Montag direkt schaust, wünsche ich dir natürlich einen wundervollen Wochenstart auch. So, dann nehmen wir uns heute diese Lenny-Karte, diese Lenny-Karte und diese. So, da haben wir das Herzlein. Oh, wie schön, den Schlüssel. Und den Bären, meine Güte. So, wer jetzt die Lennys kennt, der wird und irgendwas mit Ex-Partner, Ex-Partnerinnen zu tun hat oder hofft, wie auch immer. Ja, in Herzangelegenheiten. Der Schlüssel ist ja meine Erfolgskarte. Es geht aber auch eine neue Türe auf. Eine alte wird vielleicht auch geschlossen. Vielleicht wird aber auch irgendetwas hier revidiert, ne? Der Bär zeigt ja oftmals Ex-Partner, Ex-Partnerin neue Möglichkeiten, neue Chancen. Und der Schlüssel sagt aber auch nochmal mit Sicherheit, ne, kommt das. Jetzt ist der Bär aber nicht immer nur Ex-Partner, Ex-Partnerin, so es kann einfach eine gestandene Persönlichkeit sein, es kann eine Machtperson sein, es kann auch Chef und Chefin sein, es kann ein Ansprechpartner bei der Behörde sein, Bank, Versicherung. Also ich sage immer deswegen Machtperson halt auch, gestandene Persönlichkeit, wenn man von der Person etwas möchte. Ne? Wenn ich zur Bank gehe, möchte ich was von dem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Wenn ich zur Behörde gehe, habe ich genau das Gleiche. Ne? Und deswegen nimmt das auch dazu. Ansonsten kann der Bär auch einfach eine ältere Person sein. Und man sagt immer so, man kennt die Person normalerweise, aber kennen ist immer relativ. Manchmal ist sie auch einem schon begegnet oder man hat sie 100.000 Mal gesehen. Aber ihr kennt das Lied ja, ne? 1.000 Mal berührt und nichts passiert und vielleicht auch nicht wahrgenommen und dann auf einmal. Ne? Also, diese Möglichkeiten gibt es ja auf jeden Fall. Herz gleich Liebe natürlich, aber es geht natürlich um alle Herzangelegenheiten. Alles, was euch am Herzen liegt, da öffnet sich eine neue Türe und das mit Sicherheit. Und vielleicht habt ihr hier einfach auch eine Person, in Anführungsstrichen nur, wo es nicht um die Liebe geht, aber diese Person euch weiterbringt, ne? In Herzenangelegenheiten. Das wäre zum Beispiel, wenn meine Herzensangelegenheit wäre, jetzt mich selbstständig zu machen, bin ich ja schon seit 12 Jahren, aber wenn es mein Wunsch wäre, dann öffnet sich hier mit Sicherheit die Türe und ich habe, wir haben zwar hier keine vierte Karte, wir kriegen gleich noch die zwei anderen Karten, aber durch einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin im Kollektivorakel kann der Bär natürlich auch fröhlich sein, wollte ich sagen. Kann auch eine Frau sein, muss nicht unbedingt nur männlich sein, ne, oder divers, ihr wisst, ich unterscheide hier nicht diesbezüglich, das wisst ihr aber auch. Ne? Wir sind alle so, wie wir sind und wir sind genauso gut, wie wir auch sind.
Und da hat Geschlechter spielen da gar keine Rolle. Genau, aber alles, was ein Herz, also Herzangelegenheiten bei euch betrifft, Themen, Punkte, die anstehen mit Personen, Familienmitgliedern, mit Freunden, ja, also Themen oder halt natürlich auch Personen, Tiere, auch was auch immer, ne, euch am Herzen liegt, da geht auf jeden Fall eine neue Türe mit Sicherheit auf und es kann gut sein, dass diese Person, na, ob es jetzt eine liebe Liebe ist, die neue Türe mit euch öffnet oder jemand euch da unterstützt und euch da auch gut gesonnen ist. Aber wir gucken uns das Krafttier an, weil es ist jetzt so spannend, weil wir keine vierte Karte hier im Lenny haben. Und auch wenn es mich manchmal in den Fingern juckt, dass ich jetzt eine ziehen wollen würde, ne, um zu schauen, was wirklich die vierte Karte ist, machen wir nicht, weil wir haben ja die Krafttierkarten und wir haben die Energiekarte und die geben uns diesbezüglich auch dann wertvolle Hinweise und Botschaften, womit wir dann auch schon vielleicht diese Themen oder auch die Personen etwas eingrenzen können, ne? So, dann noch eine Energiekarte dazu. Heute bin ich auch gespannt wie ein Flitzebogen, was uns jetzt hier kommen möchte, beziehungsweise was die zwei weiteren Karten uns noch für detailliertere Hinweise geben können wollen, wie auch immer. Okay, dann schauen wir mal. So, Trommelwirbel. So, was haben wir hier für ein Krafttier? Das Schwein, Glück. Ach, wie schön, guckt mal, ihr Lieben. Wow, oder? Jetzt gerade in Herzangelegenheiten. Dann auch noch Glück zu haben. Neue Türe öffnet sich mit Sicherheit. Die Erfolgstür, der Sicherheitsschlüssel ist eine Erfolgskarte durch und durch. Und dann hier entweder, ne, ich brauche euch gerade die drei Gruppen, Zielgruppen nicht zu nennen, aber es kann auch hier natürlich, wisst ihr, es kann natürlich auch sein, wenn Herzangelegenheiten einfach auch so, dass ich wieder meine Stabilität bekomme, dass ich wieder im Reinen mit mir bin, dass mein Herz wieder lachen kann. Ne? Und wenn da die neue Türe sich öffnet, dann kann der Bär auch eine Charakterkarte sein. Da kann die Eigenschaft endlich, es kommt wieder Stärke, Kraft zu mir. Ne? Das wisst ihr, es ist ein Kollektivorakel, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte ja wirklich Stunden hier philosophieren und reden und deuten, wenn ich jetzt alle, und da würde ich noch nicht mal alle Themen wirklich treffen oder Punkte oder Details, wie auch immer. Deswegen ist auch mal wichtig, dass man persönlich in die Karten guckt. Ne? Ihr wisst sehr gerne, unter dem Video findet ihr meine E-Mail-Adresse. Dann könnt ihr bei mir auch privat buchen. Und viele haben es ja auch schon genutzt. Ich freue mich aber über jeden Neuen, Neue, ne? Also das nutzt auch sehr gerne. Aber hier mit Glück auch noch behaftet. So, jetzt schauen wir uns aber noch die Energiekarte an. Freiheit. Wow, wenn so nicht die Woche starten kann, ne? Wer heute wirklich das am ersten Tag anschaut, wenn es veröffentlicht wurde, am Montag, klasse. Freiheit. Ich habe die Macht und den freien Willen, um meines eigenen Glückes Schmied zu sein. Wow, Macht der Bär, Glück das Schwein. Hier haben wir wieder alles doppelt. Und ich finde es so wunderschön, wenn das so kommt. Ihr seht es hier auch, ne? Also ich kann da gar nicht viel, viel mehr zu sagen und möchte auch nicht. Ich habe viele Möglichkeiten. Alles, was uns am Herzen geht, mit Sicherheit geht die neue Tür auf. Mit Sicherheit kommt hier Erfolg. Mit Sicherheit kommt Kraft und Stärke. Mit Sicherheit bei denen, wo es um Ex-Partner, Ex-Partnerinnen geht, kommt das Glück herein. Es kommt wieder hier Freiheit, Macht. Ich habe selber Entscheidungswillen. Ne? Also Entscheidungswillen, es hört sich immer doof an. Aber natürlich, wenn im Außen viel gesteuert wird, dann habe ich nicht immer den Entscheidungswillen, aber nicht die Macht. Ne? Und wie schön ist es, wenn ich endlich in Freiheit sein kann, wenn mein Herzlein wieder lachen kann. Und das auch noch mit Glück. Mega, 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 ihr Lieben. Ich verabschiede euch heute in einen guten Wochenstart, wenn ihr es heute schaut. Ansonsten, wenn ihr es an einem Dienstag schaut, Mittwoch, Donnerstag, dann habt zwei wundervolle Tage mit einem dicken Drücker. Schön, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss!